Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Berger, zu Ihrem Beitrag kann man einfach nur sagen, besser ein Plan statt planlos. Und lassen Sie mich an dieser Stelle lieber Herrn Professor Marquardt zitieren, den Vorstandsvorsitzenden des Forschungszentrums Jülich, der die Diskussion über den Landeshochschulentwicklungsplan und den damit verbundenen Dialogprozess in der Anhörung doch sehr präzise auf den Punkt gebracht hat. Er sagt, dann, wenn man sozusagen Leitplanken setzt, miteinander in die Diskussion geht, Autonomie und Verantwortung zusammenbringt, dann wird es gelingen, was für uns so wichtig ist, nämlich Kooperation zu erreichen. Eine Ausdifferenzierung des Hochschulsystems, der Hochschullandschaft, sowohl was die Ausprägung der Typen angeht, aber auch die Arbeitsschwerpunkte. Zitat Ende. Und das ist doch auch genau der Weg, den wir hier in Nordrhein-Westfalen in dieser Landesregierung gerade gehen. Und insofern fehlt mir ehrlich gesagt jedes Verständnis für Ihre völlig aus der Luft gegriffenen Behauptungen, Herr Dr. Berger. Die rechtliche Verselbstständigung der Hochschulen im Jahre 2006 hat das Defizit einer wirksamen hochschulübergreifenden Landesplanung doch erst deutlich gemacht. Hochschulen, die sich in einem Wettbewerb untereinander befinden, sind immer weniger in der Lage, die landesweite Gesamtentwicklung im Blick zu haben und sich entsprechend untereinander abzustimmen. Der Landeshochschulentwicklungsplan ist vor diesem Hintergrund ein neues Steuerungsinstrument, das vor allem auch dem Parlament Mitgestaltungsmöglichkeiten in der Hochschulpolitik eröffnet, indem er die grundsätzlichen strukturellen Leitlinien für die Weiterentwicklung des Gesamtprofils der 37 öffentlichen nordrhein-westfälischen Hochschulen definiert. Er greift also keineswegs in die Detailplanungen einzelner Hochschulen ein, sondern beschränkt sich auf die Prioritäten des Landes. Und dazu gehören zum Beispiel ein überregional abgestimmtes und regional ausgewogenes Leistungsangebot, eine ausgewogene Fächervielfalt oder die Studiennachfrage, die Auslastung der Kapazitäten sowie Fragen der Forschung. Grundlage sind die heute vom Landtag zu belegenden Planungsgrundsätze und sie geben dem Landeshochschulentwicklungsplan das inhaltliche Grundgerüst. Die Erarbeitung des Landeshochschulentwicklungsplans soll ja bis Anfang 2016 erfolgen und der Beschluss als Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Landtag ist für Mitte 2016 vorgesehen. So sieht es der Zeitplan vor. Und insofern macht es Sinn, parallel zur Erarbeitung des Landeshochschulentwicklungsplanes die Verhandlungen zu einer neuen Hochschulvereinbarung aufzunehmen. Diese soll die finanzielle Planungssicherheit unserer Hochschulen nahtlos gewährleisten und mit der Laufzeit und den Anforderungen des Landeshochschulentwicklungsplanes synchronisiert werden. Hochschulvereinbarung und Entwicklungsplan können dann gleichzeitig in Kraft treten und umgesetzt werden. Und Herr Berger, wir sind im Übrigen stolz darauf, dass wir die Mittel für die Hochschulen trotz der schwierigen Haushaltslage in den letzten Jahren kontinuierlich und erheblich steigern konnten. Übrigens im Gegensatz zu den Kürzungen der Hochschuletats in verschiedenen anderen Bundesländern. Das Land investiert in diesem Jahr 7,8 Milliarden Euro in Lehre und Forschung. Und das sind, ich sage das noch mal ganz deutlich, ein Drittel mehr Mittel als 2010, also zu einem Zeitpunkt, wo Sie von Schwarz-Gelb noch in Regierungsverantwortung waren, Herr Dr. Berger. Mit der Hochschulvereinbarung NRW 2016 wird der gemeinsame Rahmen zwischen der Landesregierung und den Hochschulen des Landes bis zum Jahr 2016 fortgeschrieben. Damit werden die seit über einem Jahrzehnt aufgrund des Qualitätspaktes und des Zukunftspakts verlässlichen finanziellen Rahmenbedingungen für ein weiteres Jahr gesichert. Dies versetzt die Hochschulen im Land in die Lage, ihre erfolgreiche Arbeit fortzusetzen. Und vor diesem Hintergrund erscheint mir die Fokussierung auf die Finanzierung des Umlagefonds, was ja wahrscheinlich gleich von Seiten der FDP-Fraktion noch mal eingebracht wird, über 1,2% der Mittel, wir hatten die Diskussion im Ausschuss, aus dem laufenden Betrieb, der hier wieder zurück an die Hochschulen fließt, fiskalisch gesehen doch eher ein Nebenschauplatz zu sein. Und da kann ich nur sagen, Frau Freimuth, ich spreche Sie jetzt schon mal an, wer wie die FDP-Fraktion hochschulpolitisch keine eigenen Ideen anzubieten hat, zieht sich eben gerne auf Nebenschauplätze zurück.
Tatsache ist doch, dass die laufenden Zuschüsse an die Hochschulen bis einschließlich 2016 von haushaltswirtschaftlichen Eingriffen, insbesondere von globalen Minderausgaben und Ausgabensperren ausgenommen bleiben, ein Privileg, das anderen Ressorts vorbehalten bleibt. Ich kann deshalb nur an Sie appellieren, stimmen Sie unserem Entschließungsantrag zu, unterstützen Sie mit uns zusammen die Hochschulen, damit wir die unter Rot-Grün begonnene Planungssicherheit in der Tradition von Qualitätspakt, Zukunftspakt und Hochschulvereinbarung für eine verlässliche Hochschulfinanzierung in den kommenden Jahren weiter fortführen können. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Dr.